Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf Motava 10. Jo, das letzte Unboxing ist noch nicht allzu lange her, heute folgt schon ein nächstes. Liegt ganz und einfach daran, ich habe in den letzten Wochen versucht, ein wenig für euch zu sammeln. Und diesmal ist es kein Kühler, aber sowas ähnliches. Ihr könnt ja schon mal raten, wobei es sich wahrscheinlich handeln wird. Na, wir sind gleich soweit, jetzt kann ich es euch sagen, es ist ein Gehäuselüfter. Die Frage, die ihr euch jetzt sicherstellen werdet, ist, was ist an einem Gehäuselüfter jetzt so besonders? Der Noctua NFB9 hat ein ganz bestimmtes Design. Sein Motor des Lüfters ist ganz besonders gelagert. Die Rotorblätter haben ein besonderes Design. Und dann gibt es da noch sogenannte kleine Notches. Werde ich euch das nächste Mal in der Review erklären, was das ist. Die haben da auch noch so ein kleines Geheimnis. Auf die Schnelle könnt ihr euch das jetzt mal anschauen. Das seht ihr jetzt alles schon auf der Rückseite. Unten seht ihr jetzt auch nochmal gleich eine Auflistung der Preise, die Noctua bereits mit seinen Lüftern bekommen hat innerhalb eines Jahres. Ja, und ich freue mich auf die Review. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.